Hello. Hi. Guten Tag. Hallo. My name is Alessio Antonioli. Ich bin Alessio Antonioli und ich leite Gasworks in London. Das ist ein Netzwerk von Organisationen, die zusammenarbeiten, die sich gegenseitig unterstützen, die Kunst und KünstlerInnen und die Öffentlichkeit unterstützen. Und ich freue mich heute, die Arts Trust in Dhaka, MitgründerInnen des Brito Arts Trust präsentieren zu dürfen, wie auch Matthias vom ZKU in Berlin. Alle werden sich selbst gleich vorstellen, das ist eigentlich das Beste. Aber bevor sie das tun, sage ich, dass alle gerne im YouTube-Chat Fragen posten können. Und auf diese kommen wir dann am Ende unseres Gesprächs zurück. Und außerdem, wenn Sie unserem Gespräch folgen wollen in deutscher Sprache, dann müssen Sie den anderen Livestream nutzen. Den finden Sie auf unserer Website. Ich glaube, wir können gleich loslegen und zunächst einmal Mabub, Lippi und Matthias zu Wort kommen lassen. Heute versammeln wir uns ja zum sechsten Mal beim Lumbung-Kontext. Und unser Titel lautet Modelle der Zugehörigkeit. Ich würde gerne insofern unsere Gäste heute bitten, uns etwas zu sagen darüber, warum es eure Initiativen gibt. Was hat euch dazu gebracht, eure Initiative zu gründen? Vielleicht Mabub und Lippi vom Brito Arts Trust zunächst. Was hat euch dazu bewogen, das zu tun, das ihr seit 20 Jahren ungefähr schon macht? Ja, genau, wir sind 20 Jahre alt. If not close, on the dot almost, yeah. Ja, fast getroffen, ne? And we are already 20 years old. Anyway, when we started, of course, we were very. Als wir unsere Initiative ins Leben riefen. Now, and that time actually, we were like the whole. Waren wir in Bangladesch mit einer Situation konfrontiert, die anders ist als das, was wir heute sehen. Es war eine spezifische Situation für uns, die wir damals junge Leute waren. Es gab ein paar Angebote in Dhaka, außerhalb von Dhaka gab es aber gar nichts. Es gab Organisationen, klar, aber die hatten ihre eigene Agenda, Institutionen eben, Bildungsinstitutionen zumal. Wir haben uns dann sozusagen als Ausgründung einer der größeren Institutionen aufgestellt, um im Bereich der Kunst etwas zu machen. Luckily, like we got to know some kind of like, artists and spaces also. Wir hatten zum Glück Kontakt zu einigen Kunstorten in Bangladesch, Kunsträumen. At the beginning, we did not think about
proper registered kind of organization. Anfangs sahen wir uns eigentlich auch gar nicht so sehr als eine eigentliche Organisation, eine Organisation im klassischen Sinne. Das erschien uns viel zu viel Verantwortung. Aber es entwickelte sich dann im Laufe der Zeit so. Zum Teil fast zufällig, wenn man so will. Wir wuchsen sozusagen in die Kunstszene hinein und engagierten uns zusammen mit anderen, um eine Art Plattform zu schaffen. Und das gelang uns am Ende dann tatsächlich auch. Wir wurden dann Teil des Triangle Network. Das ist ein internationales Netzwerk von KünstlerInnen und Organisationen. Engagieren uns vor allen Dingen im Bereich verlorene Geschichte, Kulturen und Gemeinschaften und sammeln die relevanten Informationen und Fakten zusammen mit sehr vielen anderen Partnern und Partnerinnen. Wir unterstützen auch viele andere interdisziplinäre PraktikerInnengruppen und Netzwerke und bieten professionellen Kunstschaffenden ein lokales und internationales Forum für Treffen und Diskussionen und Experimente und Entwicklung. Bieten also vielleicht ein bisschen auch das, was es in Bangladesch wenig gibt, nämlich diese Bildungsinstitutionen und Einrichtungen jenseits der klassischen Institutionen. Es war eine schwierige Situation am Anfang. Es war recht behäbig, aber dann lief es im Laufe der Zeit immer besser. I'm lucky to Lippi, have really followed the development of Britto over the last 20 years that you've been. Die Entwicklung von Britto in den letzten 20 Jahren sehr, sehr eng verfolgt. Und Lippi, ich erinnere mich noch an die ersten Gespräche, als du und die anderen immer wieder thematisierten, dass es zwar auf der einen Seite die offiziellen Bildungsangebote der Universitäten gibt und dann gibt es natürlich kommerzielle Institutionen und Galerien, aber es gab praktisch keinen Raum, an dem KünstlerInnen zusammenkommen könnten und voneinander lernen könnten. Ich erinnere auch, one of the things that we need to do is just bring new ideas, new techniques, new methods. Wir müssen doch neue Ideen und neue Techniken nach Bangladesch bringen, denn wir haben das Gefühl, dass es sehr, sehr viel von diesem anderswo gibt und wir wollen diese Erfahrung auch hier machen. Mabub, wenn ich das richtig erinnere, sagte immer wieder, wir wollen doch das, was wir lernen, wenn wir selbst reisen, mit unserer Community teilen. Und ich glaube, Britto begann sehr, sehr schnell lokale Wurzeln zu entwickeln und davon ausgehend weiterzuarbeiten. Ja, das ist eigentlich das, was ich meine, wenn ich sage, wir fungieren als Plattform. Denn das, was wir sehen, ist sehr konventionell, ja. Und jenseits dessen wollten wir etwas entwickeln. Nur wenige von uns hatten damals, als alles anfing, Erfahrungen auch mit anderen Ansätzen oder Ländern. This is actually a fact. So it's nothing about to establish a platform or organization. Ja. Das ist tatsächlich so.
Wir haben diese Plattform auf den Weg gebracht, weil uns bewusst wurde, dass wir zusammenkommen müssen. Es gibt natürlich viele Institutionen mittlerweile, auch im konventionellen Sinn. Aber es sind tatsächlich nicht alle Medien, die hier eingeführt werden oder die zugänglich sind. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch diese Vielfalt tatsächlich repräsentieren und dass wir hier auch eine Aufgabe erfüllen, denke ich. Es ist eine Chance für uns, die nicht zuletzt auch in dieser Unabhängigkeit liegt, denn damit sind wir frei von den Zwängen, denen andere unterliegen. Wir sind sehr, sehr vielfältig, wir vertreten ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe, wenn man so will, und wir tun uns zusammen, um uns gemeinsam den Herausforderungen in der Kunstszene zu stellen. Aber wir verstehen uns auch als Medium. Denn wir sind den Menschen sehr nah auch oder kommen ihnen auch sehr nah. Meet with the very root level people because there is a lot of the knowledge wir begegnen den Menschen tatsächlich an der Wurzel, wenn man so will. Und auch das unterscheidet uns deutlich von anderen traditionellen Institutionen, die eher im akademischen Format arbeiten. Wir haben damit also auch Zugang und Zugriff auf lokale Ressourcen und die gesamte Vielfalt der Möglichkeiten, die wir nutzbar machen. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass wir nicht isoliert sind. Wir kommen sozusagen aus den Institutionen heraus, aber wir wollen viele auf unserer Plattform zusammenbringen. So, that Vito, I think it's a, we give a little bite to other. Brito ist also durchaus bereit, auch mit anderen zu teilen. Aber auf der Grundlage unserer eigenen Ideen. I think that's were you going to say anything, something else, Lippi? Well, I think that part process of making this, building this platform or building this network. Yeah. Es ist uns sehr wichtig gewesen, eine Plattform, ein Netzwerk zu bauen, aufzubauen, etwas, was wächst. Aber es ist ja auch interessant, dass in dem Moment, in dem man aus den Institutionen rausgeht, ein anderer Ansatz greift, was die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen angeht. Auf der anderen Seite gibt es damit auch die Möglichkeit für andere Kunstschaffende, sich viel organischer zu konstituieren, zusammenzufinden. Ihr deutet ja an, dass die Institutionen bei euch im Land sehr stark auch von der kolonialen Geschichte geprägt sind. Das heißt, eine absolute Separation der Welt der Kunst von anderen Communities. Is something that you've worked really hard in the last 20 years. Und ich denke, ihr habt in den letzten 20 Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, diese Kluft zu überbrücken. Und ich glaube, ihr habt wirklich tolle Arbeit geleistet. Is that you really managed to address the need. Ihr seid deswegen auch erfolgreich, weil ihr tatsächlich Antworten gebt auf die wirklichen Bedürfnisse und Wünsche der KünstlerInnen. Ihr seid Teil des Dialogs. It's an extraordinary work. And das ist für mich eine wirklich ganz herausragende Sache. Some of the
introductions, some of the elements Matthias, that, vielleicht that zu Rico, dir nun. You know, were able to develop from very, very early on, whether they resonate with how ZKU was developed. Vielleicht ist das, was wir gerade gehört haben von Britto und den Anfängen, etwas, was auch Resonanz findet im ZKU. There's many things auf jeden Fall. Sort of relate to, especially when you talk about how you ich kann an vieles anknüpfen. Sort of get across the division of art and life. Vor allen Dingen, wenn es um diese Trennung zwischen Kunst und Leben geht. Vor allem am Anfang war das für uns ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht beschreibe ich mal kurz den Kontext. Woher kommen wir als KünstlerInnen-Kollektiv? Ende der 90er, der 1990er, in den frühen 2000er Jahren, also nach der Wiedervereinigung Berlins oder Deutschlands, gab es natürlich sehr, sehr viele Kunsträume. Es gab die Möglichkeit, Kunst zu machen, Kunst zu entwickeln. Es gab die Möglichkeit zu experimentieren mit dem öffentlichen Raum oder mit Raum insgesamt generell. Und wir gründeten uns als Kollektiv, weil wir realisierten, dass wir als KünstlerInnen gar kein Interesse am Ausstellen in langweiligen Galerien haben und dass wir auch gar keine Lust hatten, den Agendas der GaleristInnen und der SammlerInnen zu folgen. Wir interessierten uns für soziale Fragen, für politische Fragen und wir fragten uns, was ist die beste Form, um genau diese Fragen zu thematisieren, zu diskutieren, und wir sagten uns, ja, das ist der öffentliche Raum, und in Berlin gab es sehr viel öffentlichen Raum nach der Wiedervereinigung. Es gab also eine ganze Menge Motivation für uns, überhaupt unser Projekt auf den Weg zu bringen. Wir haben dann über 10 Jahre eine Reihe von Arbeiten realisiert und realisierten gleichzeitig aber auch, dass der Markt in Berlin zunehmend angespannter war, was die Verfügbarkeit von Räumen angeht. Diese Freiräume, die es ja lange gegeben hatte, wurden zunehmend zu kommerziellen Räumen oder wurden kommerzialisiert. Das ist natürlich nicht zu überraschen, das ist ganz normal. Die Frage für uns war aber, wie gehen wir jetzt damit um? Because we then thought, okay, we now need to find a space which is more sustainable. Wir wurden uns bewusst in dieser Phase, dass wir einen nachhaltigeren Raum brauchen. Für uns als Kunstkollektiv ist das erforderlich. Wir haben uns dann an einer Ausschreibung beteiligt und haben einen Raum, nämlich diesen alten Bahnhofsbereich, für uns zu sichern. Es war ein Prozess von 3 Jahren. Und das hat natürlich insgesamt unsere Perspektive auch verändert, mit Blick auf die Frage, wie wir als KünstlerInnen arbeiten könnten. Wir haben ein Konzept entwickelt, um Kunstschaffende und auch die lokale Community aneinander zu binden oder zueinander zu führen. Bis zu diesem Moment war das ja doch etwas eher separat existierendes. Und wir haben eben überlegt, wie können wir die Öffentlichkeit und das, was wir machen, zusammenführen. Wie können wir eine Brücke bauen, sozusagen? Wir haben eine ganze Reihe von Formaten entwickelt. Immer unter der Überschrift Leben und Kunst, und wie geht das zusammen? And it's actually, I mean, it's in your name, it's the Center for Art and Urbanism. So, euer Name ist Zentrum für Kunst und Urbanistik, Center for Art and Urbanistik. Im Grunde ist also die Kunst sozusagen eingeschrieben in das, was eure Arbeit sein wird.
Wolltet ihr euch eigentlich immer schon mit der Frage der Urbanistik befassen und mit der Frage, wie die Beziehung zwischen Urbanistik und Kunst gestaltet werden kann? Urbanismus ist für uns sozusagen ein Überbegriff, ein Oberbegriff für vieles. Wir haben hier die Geisteswissenschaften, wir haben die soziale Geographie, die Teil dessen ist, was wir als Urbanismus bezeichnen, aber eben auch die Alltagsgeschichten. Die Alltagsgeschichten aus dem Leben. Für uns ist Urbanismus ein Denken, eine bestimmte Einstellung, ein Mindset. Ich sage Urbanismus, Urbanism. Aber schon, wenn man hingeht und sagt Center for, dann ist das natürlich sehr, sehr grandios. Das ist eine gewisse Übertreibung. Am Anfang wussten wir nicht, ob wir wirklich ein Zentrum für irgendetwas sein würden. Aber es war unsere Vision. Es ist gut, eine Vision zu haben, ne? As infrastructure, but also people that kind of inhabit. Aber es geht ja nicht nur um Infrastruktur, sondern auch um Menschen, wenn man Urbanismus sagt. I mean, you know, having seen, you know, having been around Dhaka and Berlin, they couldn't be more different places. Ich meine, Dhaka und Berlin sind aber extrem unterschiedliche Orte. How an artist collective can operate. Was natürlich Konsequenzen hat für das Kunstschaffen und das Handeln von Kunstschaffenden. Auch das ZKU gibt es jetzt schon seit fast 20 Jahren, oder? Also das ZKU selbst nicht, aber das Kollektiv, das das ZKU gegründet hat, gibt es. Also seit 2006. Agieren wir als Kollektiv. Ja, da knüpfe ich mal an. Hast du das Gefühl, dass sich die Situation verändert hat, seit ihr initiativ seid? Ich meine, die Situation in Berlin hat sich natürlich geändert, wie ja auch in Dhaka. Aber hast du das Gefühl, dass das, was euch bewogen hat, Anfang der 2000er Jahre das ZKU auf den Weg zu bringen, nach wie vor gegeben ist? Gibt es nach wie vor die Notwendigkeit eines ZKU? Gibt es eine Ratio für das ZKU heute noch? Wie sieht das aus jetzt und im Rückblick? Eindeutig, Berlin hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Die Mieten sind gestiegen, drastisch. Die Stadt ist viel internationaler heute, was eine schöne Sache ist. Aber die Grundannahme, die uns bewogen hat, unser Projekt auf den Weg zu bringen, gilt noch, ist noch valide. Es geht um die Verbindung zwischen lokaler Praxis und dem globalen Diskurs. Da gibt es nach wie vor eine Kluft. Und es gibt nach wie vor sehr viele Kunstinstitutionen, die versuchen, Anschluss zu finden an den Alltag, die Alltagsrealität. Aber wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass man sich auch in diesem Prozess selbst verändern muss, weil sich eben die Dinge permanent ändern. Die Technik ändert sich, hat sich geändert. Die Kommunikationsmittel, die Menschen benutzen, und wir als Institutionen quasi müssen uns ja anpassen, um den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren. I would love to hear from Lippi Mabub about this, because 20 years is a long time. Lippi Mabub, auch euch möchte ich gerne danach fragen. 20 Jahre, das ist lang, das ist ein langer Zeitraum. Wie sieht das aus eurer Perspektive aus? Was hat sich in den letzten 20 Jahren geändert? Was war damals nötig? Was ist heute nötig, um den Anschluss ans Leben in Dhaka nicht zu verlieren? I don't know if I can hear you. Are you guys?
I can't. We might have a. Yeah, Matthias, like Berlin expanding like anything. So far, we've been there maybe 15 years ago, right? Berlin? Ja, das ist richtig, was Matthias gerade sagt über die Veränderungen in Berlin. Wir waren vor 15 Jahren in Berlin und davor waren wir in Köln und in Aachen. Und wir sahen sehr viel von dieser Energie in der Kunstszene. Natürlich verändern sich die Dinge. Die Politik hat sich geändert. Hier, dort, wie hier. Und entsprechend ändert sich auch unsere Arbeit. Bei uns hat sich sehr vieles nach den 1990er Jahren geändert. Es ist eine Militärregierung durch eine Demokratie abgesetzt worden, wobei ich das Gefühl habe, dass das nicht so ist, wie ich mir Demokratie denke. Und das ist auch in der Stadt sehr spürbar, denn die Stadt ist ja nicht nur Häuser, Gebäude, Mauern. 20 Jahre ist eigentlich eine kurze Zeit. Aber wir sehen Veränderungen, Veränderungen in der Stadt. Die Industrie hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert. Auch die Menschen haben sich verändert. But that repetition has a kind of in der Kunst movement, kind of spiegelt like sich das durchaus wieder, aber auch die Kunst unterliegt einer Bewegung, denn wir machen natürlich auch Lernprozesse durch. Urban people or villagers or people from border zone or ethnic community. So every time we're going back to understand ourselves, I mean, wir betrachten also die Situation, aus der wir gekommen sind und konstatieren, dass wir schon einiges erreicht haben, dass wir schon recht weit gekommen sind. Nichtsdestoweniger wissen wir, dass wir noch sehr viel vor uns haben. Es wird weitere Veränderungen geben, auch in der Kunstszene. Auch die Kunstschaffenden arbeiten heute ganz anders. Und auf internationaler Ebene sind sie auch zunehmend renommiert. Das heißt, es gibt auch mehr und mehr Institutionen auf globaler Ebene, die sehen, dass hier sehr interessante Arbeiten realisiert werden. Doch die Frage bleibt, was das bedeutet für unsere Gesellschaft und in welche Richtung wir uns weiter bewegen sollen. Nach wie vor ist es schwer, die Räume zu finden, die wir brauchen. Wir haben Utopien im Kopf, ja. Und wir wollen unser Wissen weitergeben. Und wir denken, da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Aber wir arbeiten dran. Das ist interessant, insofern, als ihr ja jetzt, anders als vor 20 Jahren, einen festen Raum habt. Und Mabou sprach ja die urbane Entwicklung der Stadt an. Die Stadt an sich bietet wenig Räume für die Menschen, wenig Räume, an denen Menschen zusammenkommen können. Seen it many times over the years, but also all the outputs that you do, because you're very active on social media. Ich habe in den letzten Jahren Britto sehr eng begleitet, sehe auch
was ihr produziert. Ihr seid ja auch präsent, sehr präsent in den sozialen Medien und ihr seid sehr, sehr viel unterwegs in der Stadt mit unterschiedlichen Projekten. Gleichzeitig bietet ihr den Menschen aber auch eine Art Zuhause, wenn man so will. Also die Idee ist, dass alle in die Stadt ziehen und dort etwas realisieren, aber gleichzeitig auch ein Zuhause haben, einen festen Raum. Das ist sehr, sehr gut, wenn man als Kunstschaffende einen Raum habt, von dem ausgehend man losziehen kann. Euer Ort verortet sich in einem Einkaufszentrum und das ist ganz interessant, gerade im Kontext von Dakar. Warum? Das würde mich jetzt interessieren. Warum sitzt ihr in einem Einkaufszentrum und was gehört eigentlich zum Brito Space? Into the world. It was a place to Denn als ihr das gründete, wolltet ihr ja nicht nur eine Vitrine schaffen, ein Schaufenster für die Welt, sondern ihr wolltet einen Raum haben, den ihr bewohnen könnt. Beschreibt doch mal ein bisschen, wie euer Raum aussieht und warum er ist, wo er ist. In 2005, when we, the Vito was very young, that time we thought about like because we had seen a lot of Salvation, haben wir unser Projekt auf den Weg gebracht. Like groups or platforms or collectives. Es waren verschiedene Kollektive und Gruppen, denen wir eine Plattform bieten wollten. Like they don't sustain. So that's kind of wir wollten aber auch nachhaltig sein. Then we thought about like how much we are giving our time and hard work into it, and we don't. We want to sustain. We don't want to give up. Wir wollten so what we, tatsächlich präsent decided, bleiben. We had this Port Foundation money for the Salvation Network. Gut war unser Glück war, dass es diese Money Stiftung gab, die uns unterstützte. And that we received the money for 6 years. Wir haben 6 Jahre lang Geld bekommen. And that time we decided, okay, because before that it was really hard to find fund. Es war tatsächlich nicht einfach, Förderung zu bekommen in anything. So Bangladesch gibt es nicht sehr viel Geld. Und wir fragten uns, wie wir das jetzt machen sollten. Entweder hatten wir selbst kein Geld oder wir konnten das Geld, was wir selbst hatten, nicht dafür ausgeben. Wir beschlossen also, die Verantwortung gemeinsam zu schultern und zunächst einmal ehrenamtlich zu arbeiten. Um erstens Geld zu sparen und zweitens auch nicht abhängig zu sein von anderen. Und nach 6-7 Jahren realisierten wir dann, dass wir genug Geld gespart hatten. Und dass wir auch Möglichkeiten hatten, noch etwas mehr Ressourcen aufzubringen. Und da sind wir dann hingegangen und haben diesen Raum gesichert für uns. Wir hatten auch hierfür Hilfe natürlich, auch finanzielle. Then we decided, okay, we were dann, checking all the buildings like where we can find a sind wir hingegangen und haben uns Gebäude angeschaut, in denen wir vielleicht einen Raum für uns finden würden. Wir wollten allerdings nicht irgendwie in Abgeschiedenheit oder isoliert sein, sondern da, wo die Menschen sind. Und dann gab es 2 Optionen, die wir bereits im Blick hatten. Und dann fanden wir dieses Einkaufszentrum.
Und da befinden sich im Erdgeschoss die Geschäfte, die man normalerweise so im Einkaufszentrum findet, also Lebensmittelläden, Supermärkte, Apotheken und so weiter, kleine Computerläden und so weiter und so fort. Lots of other things, like it's a crazy place downstairs. Then you go up and you come. Und dann in der ersten Etage gibt es Büroräume. Und dort fanden dann auch wir actually the whole land einen taken Raum by builders für uns and you know the all the corporates. So there is no place to make a nest. So we are the bird. Was wir realisierten, als wir nach Räumen suchten, war, dass das ganze Land sozusagen im Besitz der Bauherren ist und dass es ganz schwer ist, einen Ort zu finden, an dem man ein Nest bauen kann. Wir wollten aber einen Raum, der auch eine andere Energie möglich macht, weil wir eben diese andere Energie spüren. Das ist ja auch das, was die Leute an Brito mögen. Denn wir sind Teil des sozialen Gewebes, wenn man so will. Wir sind eben im öffentlichen Raum und eben nicht abgeschottet in Galerien. Und heute haben wir diesen tatsächlich offenen Raum. Jeder, jede kann kommen. Wir haben es letztendlich auch durch die Wahl eines festen Standorts allen etwas leichter gemacht, zu uns zu kommen. Und wir planen weiter. Denn wir brauchen diese Begegnungsmöglichkeiten. Wie gesagt, es gibt davon in Bangladesch nicht allzu viele. Und wir wollten ja auch nicht nur theoretisch arbeiten, sondern eben praktisch die Bilder zeigen müssen. So, that's another sad part of the country. So we last 2 years we have been working on it, and we have got at the South Asia project who helped us. Und hier arbeiten wir dann gemeinsam an unseren Projekten. So we are in a process of that archive. So we are actually converting that space as an archive or more like. Wir arbeiten zum Beispiel an einem Archiv. Wir wollen aber den Raum, den wir anbieten, auch als eine Art Wohnzimmer anbieten. So that's the thing. And one thing is best for this space is it's pretty close to the educational institution. An diesem speziellen Raum, den wir da gefunden haben, ist, dass er den Institutionen, den Galerien und Museen durchaus nah ist, also erreichbar ist für die Menschen. But you have to cross the river because there's a big road. Allerdings muss man über den Fluss rüber. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil auf der einen Seite hat man eben, auf der einen Seite des Flusses hat man die Elite, die Standardorganisationen und dann auf unserer Seite des Flusses das andere. Uns. Ja, das ist immer die entscheidende Frage, auf welcher Straßenseite läufst du, ne? Aber ich mag den Gedanken, dass ihr euch in einem Einkaufszentrum verortet, sozusagen im Zentrum der Aktivitäten. Das ist ein wichtiger Ort. Und er, denke ich, versinnbildlicht auch sehr schön, worum es euch geht bei Brito. Und ihr kombiniert ja quasi Galerie und das Zuhause. Man geht also nicht nur irgendwo hin, um etwas anzuschauen, wenn man euch besucht, sondern es ist
vielmehr eigentlich sogar ein Ort, an dem man sich einfindet, um mit anderen zu sprechen, ein Ort des Gesprächs. Das ZKU ist hier ganz, ganz anders aufgestellt. Wir reden hier von einem anderen Maßstab. Es ist riesig. Gleichzeitig aber bietet auch das ZKU genau diese Qualität, dieses Gefühl von Zuhause, ein Ort, an dem man zusammenkommt, miteinander redet, gemeinsam reflektiert. Erzähl uns doch ein bisschen von eurem Raum in Berlin. Das Besondere am ZKU ist, dass wir über die Jahre versucht haben, eine Atmosphäre zu entwickeln, die es ermöglicht, dass Menschen sich bei uns zu Hause fühlen, die nicht aus der Kunstwelt, aus der Kunstszene kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass uns das gelungen ist und dass wir das über die letzten 10 Jahre auch wahren konnten. Das war unsere Idee, ja, von Anfang an. Und wir mussten genau diesen Weg gehen, denn am Anfang war es uns ein wirklich großes Anliegen, in die Nachbarschaft zu wirken. Wir wollten wirklich die Hand ausstrecken, niedrigschwellig sein für die Menschen in der Nähe. Natürlich hatten wir das Hipster-Publikum von Anfang an, aber wir wollten auch mit der Community uns verbinden. Und wir fragten die Kunstschaffenden, die bei uns ihre Residenz hatten, habt ihr auch etwas anzubieten für die lokale Community? Und ich meine, ich bin jetzt hier zum Beispiel kein Fußballfan, aber wir haben auch dann zum Beispiel Public Viewing angeboten bei internationalen Begegnungen. Und wir haben das quasi als Trick genutzt, haben also auf der einen Seite ein sehr kuratiertes Programm gehabt, haben aber dann eben auch versucht, über andere Elemente ein anderes Publikum zu erreichen. Zum Beispiel, was weiß ich, haben wir über die Zivilgesellschaft in Russland gesprochen, wenn die russische Fußballmannschaft bei der WM ein Spiel hatte. Oder wir haben über die soziale Lage in Brasilien diskutiert, wenn die Partie Deutschland gegen Brasilien anstand. Also wir haben versucht, wirklich etwas anzubieten, was etwas anderes ist als das, was die Leute normalerweise erwarten, wenn sie sich in einen Kunstraum begeben. Wir sind abgewichen von der Agenda, wenn man so will, positiv, um das zu vermitteln, was wir vermitteln wollen. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben im ZKU und bei der Entwicklung des öffentlichen Raumes und bei der Schaffung von Zugang zum öffentlichen Raum, realisierten wir, dass es sich hier einerseits um spannende Herausforderungen handelt, auf der anderen Seite aber die Möglichkeit durchaus besteht, offen zu sein, also willkommen zu signalisieren gegenüber anderen. Was vielleicht auch ein bisschen anders ist als andere Projekte in der Stadt, was mich übrigens daran erinnert, wenn ich daran denke, dass Brito in einem Einkaufszentrum seinen Sitz hat. Und ich finde das echt cool. Man geht auf ein Publikum zu, das vielleicht nicht primär an Kunst interessiert ist und zeigt diese Kunst eben in einer ganz anderen Welt, in einem ganz anderen Kontext. Man bietet also etwas alternativ oder ergänzend zum kommerziellen Angebot einer Shopping Mall. Und dann denke ich hier an den Alex in Berlin, ganz zentral gelegen. Und da haben wir ein komplett kommerzialisiertes Ambiente. Und da wurde ebenfalls versucht, in ein Shopping Center einzugehen.
dringen, wenn man so will, um, also es lässt mich denken, dass es vielleicht eine spannende Sache wäre, auch in ein Shoppingcenter dort einzuziehen und zu versuchen, Kontakte aufzubauen zur lokalen Bevölkerung und zu den Einkäuferinnen. Euer Standort ist ja multifunktional. Es ist ein Ausstellungsbereich, Galerie, Bar, Club, Atelier. Do more with it. Maybe tell us a little bit about that. Ihr plant aber auch noch mehr damit zu machen. Erzähl doch mal. Und ab wann wird es dort noch mehr geben? Ab dem kommenden Sommer oder wann? Sanierung dauert ja immer ein bisschen, oder? Es ist auch eher ein Albtraum als ein Traum, aber gut. Ja. Danke für die therapeutische Sitzung hier. Right. I mean, the first, let's say the center of our activity is the artist residency. So we have 14. Die Kunstresidenz ist unser Schwerpunkt. Wir haben 14 Ateliers. Und wir hatten über 800 KünstlerInnen bei uns in der Residenz in den letzten Jahren. Das ist enorm bereichernd für uns, so viel Kunst aus aller Welt. Jetzt haben wir einen Bereich bei uns am Standort, den wir sozusagen als Hub begreifen. Hier kommen also die Aktivitäten des ZKU am Standort und in der Nachbarschaft zusammen. Das ist sozusagen die Brücke, die wir nutzen. Jetzt haben wir sehr, sehr viel Nachfrage seitens der Kunstschaffenden, aber auch seitens der Nachbarschaft. Die Leute wollen mehr Workshops. Und so haben wir überlegt, unser Gebäude zu erweitern, einen Anbau sozusagen zu schaffen. Und das war auch der Ausgangspunkt für eines unserer Documenta-Projekte. Wir haben hier das Dach entfernt. Wir haben ein ganz wunderschönes Holzdach über diesem Gemeindehub, wenn man so will, haben das dann abgebaut und das seht ihr dann nachher bei der Documenta, um ein weiteres Dach oben drauf zu setzen, um zwei Ebenen zu haben, damit mehr Community-Aktivitäten möglich sind, mehr Workshops und so weiter und gleichzeitig aber auch, um eine Art urbane Bühne zu schaffen. Wir nennen das wirklich die urbane Bühne. Man hat hier sozusagen ein kreisförmiges Wiederaufgreifen der S-Bahn-Zirkellinie. Und von der S-Bahn auf der Zirkellinie kann man auf diese oder in diese zweite Ebene hereinschauen. Das heißt, man hat sozusagen wenige Sekunden, in denen man sieht, was da gerade geschieht. Es ist dies eine Möglichkeit, anzuknüpfen an die Außenwelt und gleichzeitig bietet das auch unseren NachbarInnen eine Bühne, von der aus sie mit der Welt sprechen können. Also die Zirkellinie ist hier sozusagen die Öffentlichkeit. Wobei die Details des Baus, das ist der pure Horror, das könnt ihr euch vorstellen. Es ist vielleicht keine wirklich gute Idee, architektonisch gesehen oder technisch, aber es war unsere Idee. Ja, richtig, wenn man sowas macht, wenn man mittendrin ist, dann ist das purer Horror, sicher. Talking about this sort of way of being embedded in the culture of the place, maybe, and you were hinting a little bit at the project that ZKU... Ihr habt ja jetzt schon einiges angesprochen. Lipi Mahbub could tell us a little bit about that, the project that you are currently
was neue Projekte angeht. Auch Lippi und Mabub arbeiten ja an einem neuen Projekt für die Documenta. Ich glaube, ihr habt ein kleines Video mitgebracht, oder? It's from one project only, Alessio. Okay. We are doing actually all together. I think if we ja, Alessio, das ist richtig. Into, mediums or the way we have done it. Wir haben insgesamt sechs Projekte, die wir realisieren. So one is a huge mural that we did, that the process of that one, the starting point of that one, und just making the collage out of this. Wir haben unterschiedliche Ausgangspunkte, wenn man so will. That one is in this video, but we are actually working on food politics. So this is all about food. Food politics, you say? Yeah. Oh, yeah. Yeah, food politics. So the mural is on seven different films related to. Wir haben sieben Ausgangspunkte identifiziert ups and downs in this part für of unsere so Projekte. Are, some, als Verweis auf die politischen Aufs und Abs in der Entwicklung unseres Landes. Es ist nicht eine direkte Konfrontation, wenn man so will. Es ist keine direkte Auseinandersetzung mit politischen Fragen, aber doch eine Auseinandersetzung mit den Konsequenzen. Das sind Projekte, an denen wir aktuell noch arbeiten. Der Abschluss ist geplant für die Documenta 15. Wir haben ein großes Team gebildet, die daran arbeiten. Wir haben dann eine Art Objektmarkt auf den Weg gebracht. Das ist eine Art Supermarkt, wenn man so will. So these two parts will have around like 2,500 objects, small objects. Und hier haben wir 2,500 kleine Objekte zusammengetragen. Artist worked with ceramic and fabric, metal. Metall, Objekte, so, Keramik und vieles mehr. And we are making an organic garden outside the halle. Und mit diesen gestalten wir einen organischen Garten oder einen Ökogarten, wenn man so will. These are all made out of bamboo and we have made all these structures and set already there. In dem die Gebäude aus Bambus oder überhaupt eine Struktur aus Bambus gebaut sind. In collaboration with one organic garden in Kassel, Fuldau. And then this in this parkour or social kitchen, we are inviting actually. Eingebettet ist auch eine Suppenküche oder soziale Küche, wenn man so will. Und wir haben KünstlerInnen eingeladen, uns bei diesem Projekt zu begleiten. In Bangladesch, even if you go through the villages, wenn man in Bangladesch in die Dörfer fährt, in my hometown, we did not have, that is a luxury to have a living room. So stellt man fest, dass es an sehr viel fehlt. Auch was die Möglichkeiten zu kochen oder Essen zuzubereiten angeht. Also in meinem Dorf ist es jedenfalls so. Und insofern haben wir das auch aufgegriffen als ein Thema, das gemeinsame Zubereiten von Essen und das gemeinsame Genießen. Wir haben hier die Möglichkeit, dass die Menschen mit Mitgliedern des Kollektivs und auch Kunstschaffen zusammenkommen und gemeinsam kochen, Zutaten mitbringen, um etwas vorzubereiten, zuzubereiten, was dann auch auf dem Markt verteilt werden kann.
Wir dokumentieren das natürlich auch. Es ist ja auch so, dass MigrantInnen von einem Ort zum nächsten ziehen und dass sie gar nicht viel mitbringen können oder mitnehmen können, was das Materielle angeht, aber natürlich nehmen sie ihre Erinnerungen immer mit vom einen Ort zum nächsten und auch daran wollen wir anknüpfen. Also wir kochen gemeinsam, laden Menschen ein, gemeinsam mit uns das zu genießen. Und darüber hinaus, haben wir ein anderes Projekt in Dhaka selbst realisiert. Es waren die Künstlerinnen und Künstler, die inspiriert vom Blumenmarkt ein Projekt gemacht haben. And then the important part of this is like we, you know, Alessio, that we have done a project called Prantike Prakitojan. We have visited like lots of ethnic Alessio, communities in countryside. Du weißt ja, wie die Lage ist in den Dörfern bei uns im Land. Viele sind wirklich sehr, sehr abgelegen. Und kind of like, you know, outside the house or in a temple or in the school. Die Menschen, wenn sie aus diesen Dörfern in die Stadt gehen, müssen sich irgendwo einen Ort suchen, um zu schlafen. Also schlafen sie irgendwo draußen oder in einem Tempel, in einem Lumbung. You have to eat their food as well. So that kind of, that project we have been doing since 2009. Und hier haben wir ein Projekt, was wir 2009 bereits gestartet haben. Und auch da konzentrieren wir uns wieder auf 7 verschiedene Standorte. Da haben wir dokumentiert, wie die Lage ist. Es gibt eine wirklich sehr stark ausgeprägte gesellschaftliche und politische und auch ökologische Dimension der Entwicklung. Es sind ethnische Communities an diesen Orten und deren Leben haben wir dokumentiert und haben uns das jetzt 12 Jahre später noch einmal angeschaut, um zu sehen, welche Veränderungsprozesse haben denn stattgefunden. Natürlich haben viele massive Probleme gehabt aufgrund der Finanzkrise und auch aus anderen Gründen. Auch sie tauchen dann wieder auf in der Dokumentarhalle. Wir haben Filme produziert und zeigen das. Revisit projects, so that those photographs is almost like more than 100 photographs actually. Und wir haben über 100 Fotografien, die das dokumentieren. Another film of this one-year journey. So these are all going like next to each other. Und noch ein weiterer Film wird erscheinen. Und wir werden auch 3 Bücher publizieren. Eines wird sich vor allen Dingen mit der sozialen Frage befassen. Auch das ist ein Beitrag von uns für die Documenta 15. Und ja, Alessio, du weißt, wir wollen ja schon seit 10, 12 Jahren dieses Buch publizieren. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit, im September können wir das Buch vorstellen. Bei der Documenta. Die Documenta hat uns auch unterstützt. These two friends, they know Britto very well, so
Wir haben hier tatsächlich auch die Hilfe von anderen Institutionen bekommen und auch das Städel zum Beispiel ist mit an Bord. Und auch die Lumbung Press ist dabei. Das Ganze ist ein Learning by Doing Prozess, wenn man so will. And then after this like 100-day journey, we will have all this documentation from our social kitchen. Und wir hoffen, dass alles gut laufen wird. We take the interviews and all, and then afterwards we are publishing. Und auch das, was wir bei der Dokumente, also in der Dokumentarhalle zeigen werden, wollen wir dokumentieren natürlich. We're gonna get a slice of Brito in Castle. We're gonna get a slice of Brito in Castle for during the summer. There is one more project that I missed. Just to extend our mural at Documenta Halle, we are actually working with color cubes from Castle. They are the graffiti. Wir arbeiten studio. Bei den Projekten in der Documenta Halle auch mit lokalen Kräften aus Kassel zusammen, in the city. So there will be, um eben auch in der Stadt präsent zu sein. You know, as we mentioned, to revisiting or going back, you know, again and again, like, you know, from 2009 till now. Seit 2009 we actually found very interesting topics. Bis heute haben wir immer wieder spannende Themen gefunden. Wir haben im Wald gearbeitet, wo wir übrigens feststellten, dass die Bäume alle sehr jung waren. Was uns ein weiteres Mal zeigt, wie wir eigentlich mit der Natur umgehen. Wir sind auch in Tagebaue gegangen. Oder ehemalige Tagebaugebiete, die umgewidmet werden und die nach zwei Jahren dann gar kein Tagebau mehr sind, sondern ein See. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt sich ja die Frage, wie sieht eigentlich die Auseinandersetzung der Bäume mit der Natur aus, diese Bäume, die von Sägen gefällt werden, die dann tot dort liegen. Es gibt eine ganze Menge interessante Erzählungen, die wir in unserem Projekt zusammentragen. And not only capturing all these things, but also we were like stopping by, you know, sneaking actually in the kitchens of those ethnic villages where we can. Noch einmal auf die Küchen zurückkommen. Wir haben uns wirklich, wir sind in die Küchen reingegangen. In den Dörfern. Haben geschaut. There is something really important, and I guess, you know, it goes back to the whole. Essence of ZKU and Brito, and you just described. Da gibt es etwas ganz Wichtiges, was wirklich zu tun hat mit der Essenz von Brito und dem ZKU, nämlich die Wahrung der Verbindungen, das Zurückkehren zu den Menschen, an die Orte, lokale Vernetzung oder Einbettung, also nicht hingehen und irgendwas hinbringen, was man entwickelt hat. Brito, ihr sagt, seit 2009 geht ihr zurück in die Dörfer. Also der Aufbau von Verbindungen, von Beziehungen. Die Verknüpfung des eigenen Lebens mit dem Leben der Menschen. Ich denke, so entwickelt sich auch das ZKU permanent. So wie du das gerade schilderst, Matthias, kommen die Menschen ja zu euch, manchmal nur 10 Sekunden lang, wenn sie in der Ringbahn sitzen, in der S-Bahn in Berlin, aber sie sind da. Wie fließt das ein in eure Projekte für die Documenta und in welche Richtung wollt ihr in Zukunft gehen? Ja, yeah, I mean,
when we'll be looking at the whole of Documenta, it's going to be so different from what we have seen in all the Documentas before. Diese Documenta ist eine ganz andere als alle anderen Documentas. Alessio sagte ja schon, dass es nicht darum geht, ein Kunstwerk zu schaffen und dann irgendwo zu zeigen in Kassel, sondern es geht darum, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich selbst einzubringen. Die Documenta als Prozess, das ist ein Experiment. Und es ist ein wichtiges Experiment. Denn die Kollektive, die hier involviert sind, sind nicht interessiert an konsumierbarer Kunstproduktion, daran etwas zu schaffen, was gekauft, angesehen, mitgenommen werden kann, sondern es geht tatsächlich um das sich einbringen in die Gesellschaft, um das Lernen voneinander. Es geht um Offenheit. Es geht nicht mal um Arbeit. Es geht darum, mit Menschen zusammen zu sein, neue Ideen zu entwickeln, verrückte Sachen zu machen, anders zu denken, einen anderen Mindset zu schaffen. Und genau das soll bei der Documenta passieren. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das realisieren wird. Aber es ist spannend. Es ist zugleich ein mutiges Projekt, denn normalerweise versucht man, etwas zu entwickeln, um zu präsentieren. Wir wissen nicht genau, wie wir selbst das realisieren können. Wir werden aber dieses Dach nehmen, das ich angesprochen habe, und werden versuchen, das fossil treibstofffrei hierher zu bringen. Wir wissen ehrlich gesagt nicht mal, ob unsere Schiffe, auf denen wir das transportieren wollen, ankommen werden. Wir sind ganz stark davon abhängig, dass der Prozess funktioniert oder eben er funktioniert nicht. Auch das ist ja die Möglichkeit, etwas zu lernen, eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Wenn du scheiterst, lernst du ja auch. Also es geht wirklich darum, eine Praxis aufzugreifen, die Praxis des Community Buildings, und daraus zu lernen, indem man diese Praxis in einen anderen Kontext bringt. Es ist auch eine weitere Ebene, die wir hier einziehen, nämlich ein sich einlassen auf das Nichtmenschliche, wenn man so will. Wir haben 15 Imker aus Kassel beteiligt an einem Projekt und das in Anlehnung an die Systeme der Bienen, die ja eine eigene Art von Governance haben in ihren Bienenstöcken. All die Kollektive, die an der Documenta 15 beteiligt sind, haben ganz faszinierende Ansätze, Möglichkeiten oder Überlegungen, wie sie arbeiten. Und ganz vieles von dem, was realisiert wird, ist Aktion, ohne dass wir wissen, was dabei herauskommt. Ja. Ihr nutzt Praktiken, die euch vertraut sind, als Kunstschaffende mit Communities, und dennoch müsst ihr ein Stück weit die Kontrolle aufgeben. Bereit sein, im Wohnzimmer der Menschen zu arbeiten. Das ist die Idee des Zusammenkommens. Aber eben nicht im Kontext eines kuratorischen Projekts, eher im Kontext eines künstlerischen Projekts. Und ich glaube, das Wort Hosting, Gastgeberin sein, jemanden bei sich willkommen heißen, ist hier ein ganz wichtiges. Das Arbeiten im Kollektiv wiederum fügt dann eine weitere Ebene ein. Und auch das ist etwas ganz Wichtiges, was ihr als Kunstkollektive macht, Brito und das ZKU. Wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit, aber ich würde gerne noch einmal fragen wollen,
Wie manifestiert sich das an Orten, den euren, das Wort Plattform, eben nicht Institutionen? Nun sind zwei Jahre Vorlauf vergangen. Und ich würde gerne wissen, wie ist das gelaufen, institutionell? Es gab ja auch die Pandemie. Wir haben natürlich Kontakt aufgenommen in der Zeit des Lockdowns, gefragt, wie geht es euch? Unter anderem habe ich mit Lippi und Mabu gesprochen und sie sagten, wir haben gar keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Die Tatsache, dass Europa im Lockdown ist, ist natürlich ein Problem für Europa. Aber wir haben hier ganz viele Leute, die haben keine Arbeit, die haben nichts zu essen. Und das ist das Grundproblem. Und insofern ist ja auch dieses Projekt der essbaren Gärten auf den Weg gebracht worden. Something that, you know, institutions across Europe or whatever in different parts of the world, we were so worried about how do we survive, how do we manage this, how do we manage Wir haben uns in vielen Teilen der Welt gefragt, wie wir überleben, wie wir dieses oder jenes irgendwie hinkriegen. Connections with the context and with the people around you that haben uns aber immer nur verortet im Kontext der Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld, was dazu geführt hat, dass wir vieles von dem, was sich woanders verortete, schlichtweg übersehen haben. Insofern ist die Frage, wie wir als Kunstschaffende arbeiten können, um Menschen ganz praktisch in dieser verrückten Zeit zu unterdrücken. Und dann gab es diese Idee der essbaren Gärten. Und das ist etwas, das du in einem Sinne remains at the core. We talked about sharing food, und sharing waste, auch das geht wieder zurück food, zu dem, was wir ansprachen, zum Thema Essen teilen, Lebensmittel teilen. So it was Zero Waste Food Art, and at the beginning, actually in March, when we knew that we were going through this thing, before that no one cared. Everybody thought that it's in China. But anyway, when it came to you, you just realized Im that this März is happening in the country as well. So, waren auch wir von der Pandemie getroffen. And they were kind of lost and they said that how the life would go on. And we don't know, you know, how to deal. Und wir waren gewissermaßen verloren. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Then I was already like into, because you know, we have this new house and studio, so we were trying to grow something. Wir hatten aber unsere Ateliers und Mabuk und ich überlegten, wir bauen hier etwas an. Und wir dachten, okay, lass uns hier ein Projekt auf den Weg bringen, das zu tun hat mit dem Anbau von etwas, was wir dann auch teilen. Natürlich als Kunstprojekt. Make for yourself also. So, sorry? Intellectual practice. Yeah. Engage with the intellectual practice. Asking all engagement, asking intellectual practice. Some of them could not join, some of them had other things. But finally, we ended up with like 16 projects. Am Ende waren wir 16 Projekte, also wir luden Projekte ein, und am Ende waren wir 16. And they were all over in Bangladesh. Überall in Bangladesch. One project was done by one artist in America. So everyone was going through the same situation. So some of the artists, they were in the Alle waren bereit, sich der aktuellen Lage zu stellen. Of the house. Und and then, sich um also like das Haus und um die Pflanzen zu kümmern. Wir haben all of a sudden auch versucht, eine finanzielle Förderung zu bekommen, um eben einen festen Standort auch zu finden. Included a huge amount of people.
Es waren sehr viele Leute beteiligt an diesen 16 Projekten, nicht nur die Communities vor Ort, sondern auch die Älteren oder Familienmitglieder, die durch den Lockdown insgesamt total abgehängt waren. Alle haben das genutzt, was sie hatten. Manche hatten ein Stück Land, andere haben ihren Balkon genutzt, andere haben wieder auf dem Dach etwas aufgebaut oder angepflanzt. Und diejenigen, die gar keinen Garten oder etwas Gartenähnliches hatten, haben dann zum Beispiel etwas gebacken. Andere haben wiederum sich im Bereich Verpackung engagiert. In one district there is a brothel, and in that brothel there is a another daycare center, children daycare center. Es gibt in einem Bezirk auch einen Kindergarten. Children are coming and getting food from there. For the pandemic, it's totally stopped, and one profit maker artist. In der Zeit der Pandemie. Kind of connection with that. Gingen die Kinder dorthin und bekamen dort etwas zu essen. Und eine der beteiligten Kunstschaffenden beschloss, Milch und Zucker zu kaufen. Er wollte dieses Projekt für einen Monat unterstützen und führte das dann aber sogar noch 2 Monate weiter fort. Und aus den Abfallstoffen, die sich dann dort ansammelten, baute er eine Puppe. Also es waren wirklich sehr viele Leute, die sich hier engagierten, die mitmachten, die Ideen hatten. Das war unser Pandemie- oder unser Lockdown-Projekt. Ja, ein sehr, sehr positives, lebendiges Projekt. Auch dieses Projekt übrigens bringen wir mit zur Dokumenta. Das ist sozusagen die Grundlage unseres Diskurses. Es beschreibt ja auch sehr schön eure Methode, wenn man so will. Your type of practice, that this sort of nur durch diese Praxis from one day to the next exist and then actually can then attract funding, es möglich zum Beispiel auch Finanzierung zu bekommen. Also man geht hin und engagiert sich und das von einem Tag auf den anderen und dann bringt man etwas auf den Weg und erst dann kann man vielleicht Geld bekommen. Bis zu diesem Punkt teilt man Erfahrung, Wissen, nutzt, was man weiß. Wie war es denn für das ZKU in den letzten 2 Jahren? Es gab 2 Hauptherausforderungen. Zum einen ist es ja so, dass wir ein internationales Residenzprogramm haben und die Leute kommen aus der ganzen Welt. Wenn man halt plötzlich Quarantäne hat und die Leute überhaupt nicht reisen dürfen, ist es ein großes Problem. Man muss hier sehr viel organisieren, um das möglich zu machen, was dann noch möglich ist. Very flexible with coping with these, you know, challenges. So after maybe 2 months after our first. Aber wir sind eigentlich recht flexibel gewesen und haben auch Wege gefunden, kreativ mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und nach 2 Monaten waren die Kunstschaffenden wieder da. Because it got attention in the more general public.
Aber was ich einen anderen spannenden Effekt oder Aspekt fand, war die Notwendigkeit, plötzlich den öffentlichen Raum zu nutzen oder ganz anders zu nutzen. Die Tatsache, dass wir uns nicht in geschlossenen Räumen treffen durften, führte ja dazu, dass wir uns draußen treffen mussten. Und dann kam damit auch die Realisierung, hey, das ist unser Turf, unser Land. Wir haben uns also stärker nach außen orientiert. Wir haben dann zum Beispiel Dächer gebaut aus nicht mehr verwendetem Baumaterial. Wir haben das Musterhaus genannt, damit die Leute eben vor dem Regen geschützt waren, konnten sie sich unter diese temporären Dächer stellen. Hier haben wir zum Beispiel das Musterhaus der Statistik. Es befindet sich am Haus der Statistik, an dem wir ja auch arbeiten. Und das ist ein wirklich wichtiger Hub geworden für eine ganze Reihe von Communities. Und natürlich auch eine schöne Referenz an die Moderne der DDR, die man hinter uns, hinter dem, im Gebäude, hinter dem Musterhaus sehr schön exemplifiziert sieht. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen. Denn wir haben einfach intensiver im öffentlichen Raum gearbeitet. Es war anfangs ein Schock, ja, für viele, aber dann fanden wir einen Weg. Aber es ist auch ganz klar, wir sind natürlich privilegiert, denn wir müssen uns nicht Fragen stellen, wie komme ich an was zu essen? Ich muss es einfach sagen, weil unsere Situation wirklich eine völlig andere ist. Of course, of course. Ja, absolut. We have very little time left and we can go on talking forever, but I feel that if we were to do that, then we will have to bring in the food, because that's what we've been talking about for an hour and a half. Ja, jetzt reden wir schon seit fast anderthalb Stunden übers Essen und wenn wir jetzt immer weitermachen, müssten wir tatsächlich etwas zu essen herbringen. Aber es bleibt uns ohnehin nur noch wenig Zeit und insofern frage ich mal, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Kasia hat uns da vielleicht etwas zu sagen. Oder gibt es eurerseits, Mabub, Lipi, Matthias, etwas, was angesprochen werden sollte? Vielleicht sollten wir das Video zeigen. And the location is that in your shopping mall? Ist das bei euch in der Shopping Mall? Nee, das ist bei uns im Atelier. Okay, I've not been to your space. Okay, but your studio is nice. It's huge, isn't it? It's Ein Raum, oder? It's pretty amazing. Well,
if we don't have any questions from the public, maybe we can close to this and with this rather. Keine Fragen gibt, dann können wir vielleicht. I want to thank. Zum Schluss kommen. Ich möchte Lippi, Mabub und Matthias ganz, ganz herzlich danken für dieses wunderbare Gespräch. Es sind zwei Organisationen, mit denen ich das Privileg hatte, zu arbeiten. Und es war ganz großartig, mit euch über eure beeindruckende und faszinierende Arbeit zu reden. Ich möchte auch Kasia und Oliver danken für die Unterstützung und Undine Schäfer und Lilian Astrid Giese, die beiden Dolmetscherinnen, internationale Zeichen und Englisch-Deutsch simultan, was sicherlich nicht einfach ist. Und natürlich danke ich Ruan Rupa und den VeranstalterInnen der Documenta 15. Und darf ich euch erinnern, ihr werdet bald dieses Video online verfügbar haben in englischer und deutscher Version. Und die nächste Folge von Lumbung Kontext ist am 6. Juni. Informationen und Details findet ihr dazu auf der Website der Documenta 15 und in den sozialen Medien. Danke noch einmal. Es war ein wunderbares Gespräch mit euch und ich freue mich, wenn wir uns alle bei der Documenta sehen. Yes. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Bye bye, Matthias, Alessio. Alessio, bye bye. Matthias, bye bye. Yeah. We'll see each other very soon. I'm looking forward to you. Yes. Dum da ga ding dang da ga da ga dum dum da ga ding dang da dang 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 ta ga da ga dum dang da ga dang dang ta ga da ga dum ta ga da ga brang.